Und damit schauen wir an den Strand von Warnemünde. Für uns ist weiterhin Theresa Müller dort. Guten Morgen, Theresa. Ja, wie sehen denn die Reaktionen der Badegäste tatsächlich jetzt auf die Belästigungen aus? Ja, guten Morgen, Carsten. Man muss sagen, die meisten Leute fühlen sich hier nach wie vor wirklich, wirklich sicher. Und das ist jetzt auch mein Eindruck nach 24 Stunden. Und tatsächlich ist es auch so, dass die meisten Leute gar nichts von dieser Geschichte wissen. Bis auf ein Rentner-Ehepaar, das ich gestern getroffen habe. Die waren hier mit ihrer Enkeltochter unterwegs, beziehungsweise sind es. Und die haben mir eine ähnliche Situation geschildert. Das war auch am Sonntag. Und die haben eben beobachtet, dass eine Gruppe von jungen Männern, so im Alter von 15, 16, eben auch zwei, drei Mädchen, ja, angemacht, bedrängt haben. Es war auch klar zu sehen, dass die Mädchen das nicht wollen. Die haben dann auch so ein bisschen Schutz gesucht. Und als dieser eine Rentner dann dazwischen gehen wollte, hat er auch ganz schnell gemerkt, dass er aggressiv angepöbelt wird. Also das, wie eben wie gesagt auch am Sonntag passiert, es scheint aber tatsächlich ein Einzelfall gewesen zu sein. Und wenn man mit den Leuten über den Fall am Sonntag spricht, dann ist es wie gesagt so, dass die meisten davon gar nichts wissen. Aber bei vielen kommt dann Wut, da kommt dann Unverständnis, warum der mutmaßliche Täter eben wieder gehen konnte, nachdem die Personalien festgestellt wurden. Jetzt muss man allerdings sagen, es gibt halt einfach mal den Unterschied zwischen dem eigenen Gerechtigkeitsempfinden, was finde ich fair, und der eigentlichen Realität, also der Rechtsprechung. Und da ist es so, die Ermittlungen, die laufen jetzt im Moment, und es muss halt eben erst geprüft werden, gibt es erstens einen dringenden Tatverdacht, zweitens besteht die Gefahr von Verdunklung oder Flucht und drittens, wie ist die Verhältnismäßigkeit? Erst wenn diese drei Sachen geprüft sind, kann überhaupt ein Haftbefehl ausgestellt werden, und das dauert jetzt eben. Und wie gesagt, das mag man unfair finden oder nicht, aber so ist es eben einfach. Und bis dahin muss man sagen, stellt sich natürlich die Frage, was macht man in so einer Situation? Die Mädchen, die haben komplett richtig reagiert. Sie waren laut, sie haben sofort Schutz gesucht. Aber das kann natürlich nicht die Lösung sein. Aber solange unsere Gesetze so sind, wird es vorerst so bleiben. Und wie gesagt, die Ermittlungen laufen jetzt. Aber mein Eindruck ist tatsächlich bisher, dass es sich da um einen traurigen Einzelfall handelt. Und an diesem Sonntag eben, es waren über 30 Grad, hier waren 50.000 Menschen. Und da, ja, kam es eben zu diesem schrecklichen Vorfall. Theresa, du wirst das Ganze für uns weiter beobachten in Warnemünde. Danke für den Moment nach Mecklenburg-Vorpommern.